Hallihallo zu Schoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Mit mir, Till von Till und sein Vlog. Meinst du jetzt, ich soll jetzt meinen Namen sagen? Natürlich. Ja, ich bin der Sashi und wir erzählen heute von dem 26. Mai. Ja. Ja, der 26. Mai, heute, der 26. Mai, weißt du, wer da Geburtstag hat? Ich weiß, wer gestern hatte, aber wer heute... Ja, stimmt hier! Du hast ja gestern hatte ja hier Till Geburtstag, ne? Er ist ja richtig, richtig alt geworden, glaube 402 oder irgend sowas. So ungefähr. Und der Till hat bestimmt einen Überdurst gefeiert, deswegen hat er heute einen dicken Kopf. Aber macht ja nichts. Ja? Macht man ja in dem Alter, da gönnt man sich ja was. Eben. Nochmal, Happy Birthday nachträglich. Komm, ist egal. Auf jeden Fall der... Wer hat heute? Ja, der Till, das ist der Till. Nein. Das ja, obwohl. Lenny Kravitz ist auch so ein bisschen der Typ, also ihr seid ja so ein Typ. Ja, beiden, ne? Ja, wir könnten Geschwister sein. Ja, also ihr seht beide richtig, richtig geil aus, nur diese, du hast ja diese Brustwarzengewichte dran, er hat ja nur diese Nippel. Ja. Ja, ja, genau. Das und kann er sonst nicht. Lenny Kravitz ist ja bekannt, weil er halt Sänger ist, ne? Sänger und Songwriter. Ja, und man, ja. Begnadeter Gitarrist. Das kann er auch, ja, genau. Also Gitarre spielen kann er auch, also richtig, richtig nett. Ja. Ja. Aber das ist nicht alles vom 26. Mai. Was ist am 26. Mai noch? In Berlin wurde ein Bahnhof eröffnet. Der Hauptbahnhof? Der Hauptbahnhof. Aha, warst du da schon mal? Das war 2006. An dem Bahnhof war ich tatsächlich schon mal. Ja, war ich auch schon öfter mal, wenn ich dann in Berlin ankomme. Dann ist es ja manchmal so, dass man am Berliner Hauptbahnhof dann aussteigen muss. Oder wenn man halt sich in Berlin halt bewegt, dann ist es ja auch Berliner Hauptbahnhof immer so zentral. Also ein Riesenteil, ne? Also, das haben sie zumindest hingekriegt. Wenn sie nichts hingekriegt haben, Berliner, das haben sie hingekriegt, genau. Aber was die Polen jetzt zum Beispiel heute feiern, weißt du, was in Polen heute ist? Heute in Polen ist, Knaller, Muttertag. In Polen. In Polen ist heute Muttertag. Die Polen ehren ihre Mamas. Und komm, ja, da ist es doch, siehst du? Ja, Muttertag in Polen. Hast du polnische Vorfahren? Nein, ich habe nur polnische Arbeitskollegen. Macht ja nichts. Nö. Aber ich dachte, du siehst so ein bisschen polnisch aus irgendwie. Ich? Ach, Kurwa. Das war doch bestimmt ein Schimpfwort, oder? Ist ja egal. Ja. Was war am 26. Mai noch? Am 26. Mai, die Europäische Gemeinschaft hat sich auf eine Flagge geeinigt. Auf die Muttertagsflagge, genau. Auf diese, genau. Genau, das ist die Flagge der Europäischen Union. Und genau. Das haben sie am 26. Mai, was für ein Jahr? Das war 1986 schon. 1986 haben sie sich darauf geeinigt, ja. Und haben sie gesagt, oh, wir machen es mal richtig kompliziert, wir machen mal blauer Hintergrund mit ein paar Sternchen. Ja, genau, 12 Sterne. Ja. Weil, also zum einen waren es zu dieser Zeit 12 Mitgliedstaaten, ja. Was allerdings eigentlich nur ein Zufall war, weil die 12 eigentlich einen anderen Zusammenhang hatte. Und zwar steht sie für Vollständigkeit und Einheit. Und außerdem war es ganz leicht von irgendwelchen Urschablonen abzupausen, wo denn die einzelnen Sterne sind. Weil hier sehen wir ja, dass die Sterne einmal bei 12, einmal bei 3 und einmal bei 6 und einmal bei 9 sind und dazwischen nochmal 2. Ja. Das heißt also, wenn man so eine Uhr genommen hat, hat man es abgepaust. Der Grafiker hat sich richtig was einfallen lassen hier. Ja. Und er hat richtig abgesahnt für 3 Minuten Arbeit. Ja, wahrscheinlich haben sie auch so Merch-Artikel, so die Europa-Uhr. Ja, ja, auf jeden Fall. Natürlich kannst du ja so viel machen mit diesem Zeichen. Da kannst du ja auch noch viel mehr machen. Eine ganze Menge. Aber so, also da, wenn man drüber nachdenkt, da fallen dir ja so die Merch-Artikel genau, an. Genau, also www.merchshop.eu. Bestimmt. Ja. Ja, genau. Alle mal draufklicken. Ja. Das war heute der 26. Mai, das war also die Fahne wurde sozusagen festgelegt. Der Lenny Kravitz hat Geburtstag, ja. Die polnischen Mütter haben heute einen Ehrentag. Und der Berliner Bahnhof. Bahnhof, Flughafen. Habe ich verstanden, den Witz. Der Bahnhof wurde eingeweiht. Ja, alles am 26. Mai. Heute ist der 26. Mai und morgen am 27. Mai sehen wir uns wieder mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Das war Till und der Sashi und der Till übrigens hier von seinem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Geht mal hin und klickt mal rein, weil der hat ja da tägliche Vlogs und berichtet von seinem Leben. Ja. Auch ein Ding. Cheerio, Miss Sophie.